Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Wir werden jetzt ins Lebensmittellager gehen, nachdem wir ja in der letzten Folge diese 8 Keucher alle komplett mit dieser Spritze versehen haben. Wagen wir uns jetzt in die große Kammer zum Leviathan. Das wird bestimmt spaßig. Ich habe jetzt keine Heilung bei. Wir werden sicherlich hier noch ein paar Medipacks und auch hoffentlich Schuss finden. Na, mal gucken, wie es läuft. Was haben wir da? Ein Terminal. Und ansonsten haben wir hier nichts, okay. Kontamination im Lebensmittellager registriert. Schleuse geöffnet. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzym. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich Ihnen noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Tja, ich habe keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Tja, da geht's Isaac wie mir. Ich habe den Plan, einen Plan zu haben. Und das ist mein Plan. Wir gehen einfach rein. Schwerelosigkeit aktiviert. Wir nehmen erstmal alles mit. Und dann werden wir sehen, wie es läuft. Okay, das lief nicht gut. Bewegen wir uns mal ein bisschen. Ich sehe auch immer, wann die Arme rauskommen. Aber zählt das auch? Das ist jetzt die Frage. Jetzt kommt der untere raus, ne? Jetzt kommt der obere wieder raus. Aber ich muss die auch treffen, ne? Na gut, hier ist auch eine Menge Schuss. Ah, verdammt. Haben wir noch irgendwas anderes hier am Start? Lass mal kurz hochheilen. Jetzt kommt der untere Arm wieder raus, ne? Ah, ich sehe nichts. Ne, jetzt kommt der obere Arm. Voll von Latz geknallt. Kann es sein, dass ich da immer näher ranfliege? Ah, so geht das besser, wa? Ah, ich brauche einfach zu viel Schuss. Ah, Isaac, aufpassen. Ah, ihr dürft nicht vergessen, das ist sogar noch die erste, die leichte Phase. Okay, jetzt haben wir einen Stinksauer gemacht. Ah, hier ist ein Medipack. Oh, schnell rüber. Jetzt kommt der Arm wieder raus. Ah, Ärmchen. Komm schon. Ah, der untere war. Okay, das war knapp. Wie viel Schuss habe ich noch im Cutter? Ach du meine Güte. Okay, jetzt macht er die Aktion. Das kenne ich noch. Das müssen wir ihm immer zurückschießen. Ich versuche aber dadurch ein bisschen Schuss zu sparen. Na komm. Mach das mal auf. Dann kriegst du das gleich wieder. Ach du meine Güte. Nein, nein, er stößt alle seine Gasreserven auf. Er ist fast am Ende. Isaac, erledigen Sie ihn. Ah, ich gebe mein Bestes. Ah, verdammt.
kam ich ein bisschen zu spät. Okay, den hätte ich mir aufheben sollen. Scheiße. Jawohl, das war's. Schönes Ding. Toxische Gefahr beseitigt. Naja, gut. Das lief doch relativ geschmeidig. Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Tier. Danke, Isaac. Kommen Sie wieder rein. Wir sollten reden. Alles klar, habe ich doch gerne gemacht. Nicht umsonst ist Isaac ein Techniker aus Leidenschaft. Aber wir werden noch mal gucken, ob hier irgendwelche Gegenstände noch rumschwirren. Im Original war das eigentlich so, dass wir direkt hier unten auch drauf laufen konnten. Und da konnte ich dann immer so hin und her laufen. Das hat sich dann ein bisschen einfacher gestaltet. In der Schwerelosigkeit, ja, ist das natürlich nicht ganz so leicht. Auch mit dem Hin- und Herfliegen, mit den Düsen. Und ich habe ziemlich oft diese Blasen an seinen Armen nicht getroffen. Aber ist jetzt hier nichts mehr? Vielleicht doch noch ein bisschen Munition? Was haben wir da? Nee, da ist nichts mehr. Okay, dann düsen wir doch mal zurück. Habe ich wirklich alles mitgenommen? Ich hoffe. Einmal musste ich mich heilen, aber das ging nicht anders. Die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie. Jacob. Mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Mach ich. Abbaudeck. Okay, verstanden. Und wenn ich Jacob treffe? Sagen Sie ihm. Ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. Isaac, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Ich werde sie öffnen. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Naja, klar. Sicherlich. Nur wird das nicht so schnell gehen, wie sich das alle vorstellen. Und wir sind, glaube ich, auch in einem neuen Kapitel gelandet. Ich muss mal gucken, was habe ich jetzt alles an Gegenständen? Gut, 3 mittlere Medipacks. Ich bin eigentlich besser rausgekommen, wie ich reingegangen bin, wenn ich ehrlich bin. 1 können wir auf jeden Fall nehmen. Und dann werde ich noch was ins Lager packen. Credits haben wir am Start. So, das packen wir auf jeden Fall erstmal alles ins Lager. Oh, eine Trophäe gab es dafür. Hamster. Ach so. Bestimmt, weil wir so viel gelagert haben. Auch nicht schlecht. So, wir haben noch 50 Schuss im Cutter. Und das ist mein Lager. Okay, es sah schon mal wesentlich schlechter aus. Aber ich sollte wahrscheinlich meine Klappe halten. In Ordnung. Abbaudeck. Aber mir war irgendwie so, als könnten wir eventuell da noch eine Nebenmission machen. Das ist auf jeden Fall im Maschinenraum. Aber komme ich da direkt hin? Das ist jetzt die Frage. Ich kann das ja mal auf der Karte anzeigen lassen. Ja, nee, da komme ich definitiv noch nicht rein, weil uns da die Sicherheitsfreigabe fehlt. Dann ändern wir die Mission mal. Gewebeproben scannen. Ja, das ist auch eine Nebenaufgabe.
Und das ist dann auf der Krankenstation. Okay. Ich weiß ungefähr, wo das ist. Das hatte ich eben, oder? Ja, genau, da komme ich nicht rein. Flugdeck. Geh zum Abbaudeck. Ist das nicht da in der Nähe? Weiß ich gar nicht. Ich würde das ganz gerne mal... Ja, gut, das verfolgen wir mal noch nicht. Wir machen mal das hier. Und wenn ich dann dort bin, dann werde ich mal das andere Ziel verfolgen. In Ordnung, weiter geht's. Ja, keine Heilung, nur noch Schuss für einen Cutter. Damit bin ich jetzt ausgestattet. Gut, das nehmen wir gleich. Sicherheit, Masterüberbrückung erforderlich. Echt, ja, was mag da wohl drin sein? Ich glaube, um diese ganzen Sachen hier mit der Masterüberbrückung zu überbrücken, müssen wir die Rigs finden. Es gibt ja unterschiedliche Rigs, einmal von bestimmten Offizieren und von anderem Crewpersonal. Aber mal gucken, alles Stück für Stück. Ich muss nachher wahrscheinlich überall nochmal hin. So, mehr oder weniger auf jeden Fall. Hier ist die Monorail. Abbaubetrieb. Okay. Na, Abriegelung. So, dann kann die Monorail hier auf jeden Fall auch schon mal hin. Finden wir eigentlich was? Na, sieh mal einer an, ich kann komplett hier durchgehen. Das ist ja geil. Ach so, weil wir es ja auch auf der anderen Seite jetzt geöffnet haben. Aber wo sind wir denn hier? Ah, der Maschinenraum. Okay, nee, da kommen wir ja nicht hin. Habe ich ja gerade geguckt. Ihr wisst ja, Sicherheitsfreigabe und so. Na, dann geht's weiter zum Abbaudeck. Ah, ich sollte nachladen. Was ist das? Oh, Sicherheitsfreigabe 3. Ich hoffe, wir kriegen mal. Im Abbaudeck spielen die Systeme verrückt. Toll. Ich sehe mir die Aufzüge an. Hast du eine Idee, wo sich Temples Sender befindet? Ich prüfe den Abbaukontrollraum. Über die Abschussrohre könnte man einen Sender abschicken. Ist da jemand? Hammond? Wo bist du? Im Lüftungsschacht. Hoffentlich hören sie mich nicht. Diese Dinger sind überall. Nein, die Ornithologen. Sie sind auf dem Besatzungsdeck. Die sind irre. Einer hat ihrem Freund ein Messer in den Kopf gerammt und er hat nur gelächelt. Sie gehen irgendwo hin. Hammond! Scheiße. Sein Signal ist weg. Wir müssen den Sender finden, Isaac. Und zwar schnell. Na, jetzt habe ich schon wieder ein neues Ziel, ne? Ah ja, okay. Es geht mal wieder um einen Rig. Augenblick. Ja gut, das war jetzt ein ungewollter Reim, aber der musste auch mal sein. Wie zum Geier komme ich da durch? Nee, Quatsch. So. Das dann so. Wenn ich den hier zurückziehe, sollte ich da durchkommen. Genau, aber das ist auch wieder nur mit so einer Masterüberbrückung möglich. Ach du Scheiße. Oh, voll daneben gesammelt. Ein Schuss versoffen, verkackt, wie auch immer. Ja, Masterüberbrückung. Wissen wir ja. Haben wir ja nicht. Ist ja schade. So, was haben wir hier noch? Die legen wir mal ganz gepflegt da an. Ah, sieh mal einer an. Tja, keiner kann so Kartons stapeln wie ich. Oder Kisten in dem Fall.
irgendwelche Behälter. Einigen wir uns so. Okay, wie viele Knoten habe ich jetzt am Start? 4. Haha. Nur noch 30 Schuss. Verdammt. Wo zum Geier war denn jetzt nochmal diese eine Nebenaufgabe? Meine Güte, haben wir jetzt hier viel gefunden. Wo wäre das denn? Eine Etage weiter runter. Okay. Ist das jetzt hier auf meiner Etage? Im Moment wird es nicht angezeigt. Was sind denn das für Dinger hier? Ah ja, ich hab's mir schon gedacht. Oder ich hab's vielmehr gehofft, dass da was hinter ist. Aber warum die da gestanden haben? Ja gut, um das eine Medipack halt zu verdecken. So, da ist die Werkbank. Hier komme ich wahrscheinlich nicht ran, habe ich mir schon gedacht. Weitere Credits, aha. Hahnlüftungsschacht. Lüftungsschächte bedeuten hier echt nichts Gutes. Können wir noch was im Shop ersteigern? Mal gucken. Nee, leider nicht. Und das Inventar? Ja, das sieht so aus. So, mal gucken. Irgendwas muss ich jetzt noch upgraden. Auf jeden Fall am Anzug. Ja, oder sollte ich mir das aufheben? Warte mal, ich wollte doch für den Cutter noch was machen. Könnte ich auch. Das hier oben alles. Fügt jedem Schuss mit der Zeit Brandschaden zu, was natürlich auch echt geil wäre. Aber ich weiß nicht, der Anzug. Stase könnte ich erhöhen. Die anderen Sachen werden ja hier noch freigeschaltet. Hier kommt bestimmt noch... Na, TP-Anzeige wird hier, glaube ich, nicht noch dazukommen. Aber gut, dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Aber da hier Sachen mit dabei sind, die ich nicht unbedingt gebrauchen kann, würde ich sagen, hauen wir erstmal alles hier in Cutter. Können wir schneller schießen und dann haben wir noch Brandschaden. Ja, das ist doch schon mal ganz geil. Dann haben wir zwei Spezialangriffe von der Waffe. Dann nochmal schnell abspeichern und dann können wir eigentlich dieser Nebenaufgabe mal folgen, sofern denn es wirklich geht. Ich hoffe, ich finde noch ein paar Medipacks, dass ich mir wirklich noch ein bisschen was ansparen kann. Was denn, wird das jetzt wieder nicht angezeigt? Merkwürdig. Zwei der Abbauunterdecks sind gesperrt, obwohl alle Systeme laufen. Ich sehe mir das mal an. Ja, ja. Nee, wir machen das mal ganz anders. Die Nebenaufgabe lasse ich erstmal außen vor. Wir machen erstmal das Hauptziel. So. Das muss weiter unten sein. Hä? Warum hat er denn jetzt noch die Nebenaufgabe drin? Ah ja, okay. Ich habe das falsch angewählt. Jetzt zeigt das wieder an. Deck B, Verarbeitung, Wartung. Tja, gute Frage. Wo gehe ich als erstes hin? Wir fahren mal nur ein Deck weiter runter. 4 Etagen gibt es hier. Naja gut, eigentlich nur 3. Wir waren ja eben auf der oberen. Lass mich raten, hier kommen doch irgendwelche Viecher gleich runter. Fehler. Störung in der Energiezuführung.
Bitte warten. Ach du Scheiße. Hoffentlich kommt da gleich einer raus. Okay, das ist Geschichte. Oh nein, das ist so einer mit Säure. Scheiße. Muss ich gleich die Birne wegballern, dass er nicht mehr so spucken kann. Bleibt mal ganz geschmeidig. So, den haben wir auch. Einmal Stase habe ich noch. Ah, tolle Nummer. Okay, es gibt nur einen Ausgang. Echt jetzt? Hier komme ich noch gar nicht durch. Warum nicht? Oh, ich muss echt der Geschichte da folgen, oder? Na gut, dann fahren wir halt weiter runter. Wir können also nur von zwei Seiten rauskommen. Im Endeffekt ist es egal, wo ich mich hinstelle, oder? Wenn ich den hier vorne nicht gleich erwische, gut, dann verpasst der mir wahrscheinlich auch eine. Okay, hier geht's wenigstens auf. Na, na, na. Ach du Scheiße. Ja, stirb. Ja, werde ich wahrscheinlich auch bald wieder. Okay. Das ist zu meinem Vorteil, wenn die da verrecken. Ja, ja, Vorsicht. Da sind Fallen voraus, ich weiß. So. Ah, wie schalte ich die aus? Ich kann die bestimmt nur umgehen, wa? Aber wenn ich die anlocke, ist das wahrscheinlich auch ganz gut. Nee, das wollte ich nicht haben. Warte mal, damit komme ich durch, ne? Ah ja, gut. Ich muss den wahrscheinlich hier platzieren, damit ich durchkomme. Ah, noch ein Stück weiter ran, Isaac. So ist gut. Das platzieren wir mal hier vorne. Wer weiß, wo es kommt. Ach du Scheiße. Wenn nicht, muss ich das Ding da ganz schnell wieder wegnehmen. Ist da irgendwas drinne? Sieht nicht danach aus. Aber wer weiß. Drop mal ein bisschen Munition. Habe ich den jetzt weggeschoben? Warte mal. Kann ich das auch mit dem hier machen? Geht das auch? Ah ja, nicht wirklich. Ach du Scheiße, die Wand sieht doch so aus, als würde da bald einer durchbrechen. Echt jetzt? Ich habe das ausgeschalten. Oder fängt das gleich wieder an? Okay, der hat nichts mehr. Wir schauen uns erstmal hier vorne um. Sicher ist sicher. Muss ich hier durch? Ah, okay. Nee, dann will ich doch hier lang. Ich will wissen, was da hinten kommt. Und wo kommen die Strahlen? Von da. Ah ja, reicht, oder? Gerade so. Jawohl, ein bisschen Muni.
Erzlager. Warte mal, falls von unten doch jemand kommt, lege ich das nochmal hier hin. So, dann gehen wir hier rein. Ach du meine Güte, ein Überlebender. Auch der ist soeben verstorben. Tja, lange überleben die Leute hier nicht wirklich. Meine Güte, gibt es hier viele Shops? Ah. Na gut, ja, das soll ich auch reinlegen, ne? Aber hätte sein können, dass wir hier vielleicht noch ein neues Anzugs-Upgrade bekommen. So, dann gucken wir mal. Oh, 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 oh. Ah, da habe ich dich mal dran gehindert, ja? Also fast auf jeden Fall. Meine Güte. Was die hier manchmal an Schuss fressen, ist der Oberhammer. Ich meine, ich habe den gerade schon mit so einem Sprengbehälter eine verpasst. Den juckt das gar nicht. Ah, hier sind doch keine Items. Okay, das ist mein Weg. Aber was haben wir denn hier? Achso, die Werkbank. Und ein Textblock. Logbuch eines Minenarbeiters. Mhm. Na, Knoten habe ich ja nicht mehr. Dann brauche ich da auch nicht ran. Da unten komme ich auch noch nicht weiter. So, dann gucken wir mal. Erstmal setzen wir die Batterie ein. Öffnet die Tür oder geht der Fahrstuhl auch ohne? Ah ja, okay. Das war direkt für den Fahrstuhl. Oh oh. Ach, hier geht's weiter. Diese Lüftungsschächte immer. Ah, ihr verdammten Scheißviecher. Ey, das darf doch echt nicht wahr sein. Oh, was die mir an Energie abziehen, das geht gar nicht. Und ich hab ja nur den Cutter. Ah, das Medipack ist wieder weg. Oh mein Gott. Die Musik bedeutet nichts Gutes. Legen wir das mal hier hin. Hier haben wir bestimmt keine Freigabe, habe ich mir schon fast gedacht. Was ist das? Ein Textlog? Okay. Credits. Das brauchen wir mal hier. Oh mein Gott. Die Lüftungsschächte, wenn ich das schon wieder sehe. Da haben wir ein. Ah, nee, warte mal. Das, ja, das sollte hier hin. Na, obwohl. Ah ja, hier ist eine ganz gute Ecke. Hier habe ich die beiden Sachen direkt im Blick. Ne, warte mal. Hier gefällt mir das besser. Und wenn der eine da rauskommt, dann kriegt er gleich das Ding hier ab. Nochmal nachladen. Und dann müssen wir hier was aktivieren. Okay. Abschussrohre versiegelt. Bitte wenden Sie sich für die Autorisierung an Supervisor Dallas. Ich komme langsam mit den Systemen auf dem Abbaudeck voran. Hast du den SOS-Sender? Nein. Und die Abschussrohre sind versiegelt. Mit deinem Deckadministratoren-Rig gehen sie auf. Der Deckadmin ist Supervisor Dallas. Er ist auf dem Verarbeitungsunterdeck. Ich sehe auch eine Rig-Aktivität für Jacob Temple auf dem Wartungsunterdeck.
Vielleicht hat er den SOS-Sender dort gelassen. Hoffentlich kommst du trotz der ganzen Störungen dorthin. Keine Störung. Fallen. So haben die Arbeiter sich geschützt. Scheiße. Okay. Ich entriegle die Unterdecks, aber achte darauf, dass der Sender nicht verkabelt ist. Okay, dann müssen wir den SOS-Sender finden. Aber wir werden doch hier nicht so einfach rauskommen. Das wird nie und nimmer so einfach gehen. Oder doch? Was zum Henker war das? Dachte schon. Ah, diese kleinen Scheißviecher, wenn ich die immer wieder sehe. Da liegen sie. Sehen aus wie kleine Hühner. Also natürlich, wenn die geschlachtet wurden. Okay, jetzt muss ich da wieder hoch. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für euch, weil ich hier sehr bedacht vorgehe. Aber hier kann echt an jeder Ecke was lauern, ne? Ich leg das mal wieder weg. Falls dann doch jemand hinter mir auftaucht. Ja, dann gehen wir runter auf ein anderes Deck, ne? Oh, Stase habe ich nicht mehr. Nee, warte. Nee, ich will das nochmal haben, was da ist. Vielleicht brauche ich das ja noch. So, Nummer 1. Und dann hole ich mir noch das andere da hinten. So kann ich auf jeden Fall etwas Munition hoffentlich sparen, weil ich bin mir echt ziemlich sicher, dass wenn ich jetzt mit dem Fahrstuhl runterfahre, dass da wieder welche kommen. Ich lege auf jeden Fall mal einen hier hin. Ich hoffe, der bleibt auch liegen. Bleibt da bitte liegen. So. Und dann legen wir noch einen. Nee, das will ich nicht. Ich habe die freie Auswahl zwischen irgendwelchen Teilen. So, ja, da ist der Lüftungsschacht. Wenn ich dann hier stehe, sollte das eigentlich reinhauen. Ich hoffe, ich nehme nicht zu viel Schaden. Ich leg das doch mal lieber hier hin. Okay, jetzt müssen wir auf das Deck. Und der Jacobs ist, glaube ich, auf dem Wartungsdeck. Das ist weiter unten. Oder weiter oben in dem Fall. Stimmt ja, wir sind ja weiter runtergefahren. Wo sollte ich stehen? Es kommen ja nur Gegner, wenn das Ding anhält, ne? Ach du Scheiße, da ist ja gleich einer. Okay. Das war der erste Streich. Habt ihr gesehen, wie das gebrannt hat? Das ist das neue Upgrade vom Cutter. Wäre echt cool, wenn da noch Flächenschaden wäre. Was ist das? Hey Alice, Jacob hier. Ich erreiche dich nicht. Wenn du das hörst, bin ich nicht mehr an Deck, aber bald wieder da. Ich hörte von einem anderen Überlebenden. Er war falkensticht. Ich orte das SOS-Signal und hole ihn. Es dauert noch bis zum nächsten Startfenster, aber ich glaube, es ist das Risiko wert. Er ist Arzt. Mercer heißt er wohl. Höchste Zeit für eine gute Nachricht. Ich liebe dich. Bitte, sei vorsichtig, ja? Ja, das war doch der, von dem Elizabeth geredet hatte. Naja, gut.
Was hat er denn da für eine Waffe gehabt? Sah nach irgendeinem Gewehr aus, ja? Oh, muss ich mir jetzt hier echt den Weg freiräumen? Das sollte reichen. Ach du Scheiße, wer läuft denn hier rum? Wo ist denn das Ding? Diese Gliedmaßen. War's das? Nee. Das war's. Das macht auch gut Schaden. Oh, jetzt komme ich damit nicht durch. Mensch, ey, jetzt stört das Ding hier. Was zum Henker? Es klingt einfach so, als würde hier jemand rumlaufen. Ich muss mir erstmal die Umgebung anschauen. Ach, das ist wahrscheinlich nur ein Geräusch von irgendeiner Maschine, ne? Weggepumpt. Okay, und jetzt brauche ich das wegen den kleinen Viechern, die da rauskommen. Wo sind die kleinen Viecher? Okay, die habe ich klar gemacht. Die wollten aber, glaube ich, gerade rauskommen. Scheiße, verdammt. Oh, verdammt, hinter mir ist was. Starrse, Isaac. Meine Fresse. Heftiger Scheiß. Bleib mal schön da hinten. Es darf doch echt nicht wahr sein. Trotz der Brandmunition halten sie so viel aus. Was das jetzt? Ich meine, ich bin hier in einer relativ guten Position. Ich kann hier jeden Flur abchecken. Hat der Dicke noch was? Nö. Ich weiß, er war nicht dick, er war stattlich. Ah ja. Da muss ich runter. Schon klar. Sicherheitsanfrage abgerufen. Dallas hier, Sicherheitsteam zum Abbaudeck. Dr. Kein ist durchgeknallt. Zurück! Ich weiß, wie man das benutzt. Er wird für den Rest seines Lebens humpeln, wenn Sie mir nicht die Codes für den Frachtraum geben. Hier ist die Verarbeitung. Warum sollten wir die Codes für den Frachtraum haben? Ich muss zu dem Marker. Wir haben keine Zeit mehr. Geben Sie mir die Codes. Gott, haben Sie das auch mit dem Captain gemacht? Nein, nein, das mit Ben war ein Unfall. Ich bin nicht so wie Mercer. Ich will Sie retten. Der Marker ist unsere einzige Hoffnung. Nein, lassen Sie ihn gehen. Er ist bewaffnet. Wo zur Hölle ist der Sicherheitsdienst? Tja, wo zur Hölle ist er nur? Aber ich weiß, wie ich da reinkomme. Jawohl. Dann kann ich mir noch einen Knoten holen. Jetzt weiß ich auch, was hier für Geräusche sind. Das sind die Maschinen. Ein Schemata für die Laserkanone. Oh, schon wieder keine Freigabe. Wir haben nie irgendwie Freigaben. Und nachher, wenn wir die haben, ja, dann weiß ich nicht mehr, wo wir die überall noch anwenden können. Auch dafür brauche ich eine Freigabe. Ist doch nicht euer Ernst, oder? Oh, da waren ja noch Credits. Ja, manchmal findet man doch noch was in der Ecke. So, hier vorne geht es jetzt auf jeden Fall noch ein Stückchen weiter. Schon wieder Credits. Ah, okay, das ist der Anfang hier. Hä? Nee, Quatsch. Habe ich
hier was übersehen vorhin? Muss ich, ja. Okay, jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Genau. Das war der Anfang. Stimmt, ich bin ja hier gar nicht abgebogen. Ich lasse das mal zur Sicherheit hier vorne liegen. Und dann nehme ich mir noch was raus. Und das... Ja, das platziere ich dann mal hier vorne. Falls ich dann nachher doch mal abhauen muss, habe ich immer noch was, womit ich die dann halt stoppen kann. Man sollte sich dann doch ab und an mal diese Dinge auch zunutze machen. Okay, da geht's runter. Aber da wir hier speichern können, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. In der nächsten Folge geht's auf jeden Fall weiter. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr möchtet, schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Dann geht's weiter mit Dead Space.